Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserer Sendereihe Bürgertreff Gesundheit Hannover, Naturheilkunde. Heute zum Thema Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen und Herz-Kreislauf-Krankheiten. Wir nehmen dazu den Bildschirm und gehen auf die Seite des Bürgertreffs Gesundheit Hannover. Und wenn Sie da runterscrollen, finden Sie diese ganzen Informationen, die wir schon in dem Video Diabetes heilbar mit Ihnen ausführlich besprochen haben, auf unserem Kanal, den Sie gerade benutzen. Hier also heute ein Video zu Strophanthin und da gehen wir auf die Unterseite Strophanthin. Gleich zur Buchsituation. Wir beziehen uns einmal auf das Buch von Dr. Eberhard Wormer, Strophanthin, Comeback eines Herzmittels, und auf dieses Buch hier, Strophanthin, die Lösung des Herzinfarktproblems. Wir empfehlen dieses Buch zur Anschaffung, gehen aber heute nicht ausführlich darauf ein. Wir wollen stattdessen auf unserer Unterseite uns die Filmliste anschauen, die wir noch nicht hinterlegt haben, wie ich gerade sehe. Dann gehen wir mal zu unserem Kanal, dann holen das nach und ich stoppe dann gleich mal dieses Video. Also es gibt auf unserem Kanal Kosmologie Mikronährstoffe eine Filmliste Strophanthin und da finden Sie das erste Video Strophanthin, ein Herzmedikament, das zweite Video Strophanthin, Überblick, Nutzen, Risiko und dann Markus Peters und so weiter. Und diese Seite werde ich jetzt mal ganz schnell hinterlegen und dazu mal kurz aus dem Bildschirm rausgehen und es stoppen. So, jetzt habe ich das also eingepflegt. Wir nehmen wieder den Bildschirm dazu. So, hier finden Sie also jetzt unsere Filmliste und auf der Seite btgh.vonabiswe.de die Unterseite Strophanthin und dann klicken Sie hier auf Filmliste und dann finden Sie da diese drei, also diese vielen Videos zu Strophanthin und vieles mehr. So, auf dieser Seite gibt es dann vom Strophanthus e.V. Verein die Homepage und da können Sie, wie bekomme ich Strophanthin in Deutschland? Da gibt es also Informationen, Strophanthin, Ärzte, da können Sie dann die Postleitzahl angucken, 3 bis 5. Und dann bekommen Sie die Information in der Flora-Apotheke in der Friesenstraße 24a in Hannover Innenstadt. Bei Herrn Domhardt bekommen Sie Strophanthin gratis, 100 Milliliter Urtinktur. Und Sie können sich das von Frau Dr. Ingeborg Sänger-Löhr verschreiben lassen, wenn Sie dort Patient sind oder sonst diese anderen Ärzte, die weiter weg sind. Strophanthin ist verschreibungspflichtig, also rezeptpflichtig. Sie müssen also einen Arzt finden, der Ihnen das verschreibt. Meine Hausärztin hat mir es auch verschrieben, also kein Problem. Hier nochmal das Buch. Warum dieses Video? Wir haben ja von dem Patienten berichtet, der im September unsere ehrenamtliche Telefonberatung wegen Diabetes und Hochdruck, Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen in Anspruch genommen haben. Über den Heilerfolg bei Diabetes hatten wir in dem anderen Video schon berichtet auf unserem Kanal. Das zeigen wir Ihnen noch mal kurz, wo Sie das finden. Wenn Sie auf unseren Kanal Kosmologie-Mikronährstoffe gehen, auf Videos gehen, BTGH Diabetes heilbar, Fragezeichen. Hier also der Erfolgsbericht des Ratsuchenden, der im September für 3 Monate begonnen hat, seinen Lebensstil drastisch zu ändern und auch die Informationen von unserer Homepage zu verwenden. Und hier also dann, da er nicht nur Diabetes hatte, sondern auch Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen, ein kurzer Hinweis, welche Medikamente er von seinen schulmedizinischen Ärzten verschrieben bekommen hatte. Er hat also gehabt unter anderem, das ist nur ein Ausschnitt, Enalapril, Bisoprolol, Doxacor und Amlodipin. Durch die Ernährungsumstellung, Intensivkost nach Schnitzer und die Supplementierung, so wie wir es im Diabetes-Video ausführlich beschrieben haben, hat er es geschafft, sehr viele Medikamente ausschleichen zu können. Er ist im Augenblick noch bei dem Bisoprolol. Also er hat, glaube ich, noch eine halbe und eine Vierteltablette vom, also mal gucken, was habe ich das kurz. Ich sage es ja. So, das Bisoprolol, ich kann mir diese blöden schulmedizinischen Namen nicht merken. So, Bisoprolol, da hat er noch ein bisschen was von, und zwar hat er eine halbe Tablette morgens und eine Vierteltablette abends. Und ist aber jetzt wegen dem Strophanthin,
hat er sich entschlossen, diesen Beta-Blocker auch loszuwerden und voll auf Trofantin umzusteigen. Warum er das gemacht hat, erklärt sich aus den Filmlisten-Videos, die ich Ihnen empfohlen habe. Er hat sich eingeschlichen, man soll ja Trofantin langsam einschleichen, zunächst mit einem Tropfen, dann zwei, dann drei, dann vier und irgendwann sind es dann 10. Und Ihre fachspezialistische Ärztin, wenn sie sich auskennt, wie in Ronnenberg gesagt, die würde Ihnen dann empfehlen, wie viele Tropfen in Ihrem individuellen Fall passen. 10 Tropfen pro Tag sind auf jeden Fall unproblematisch und das nimmt er zurzeit und er hat jetzt seinen Bluthochdruck mit diesem Bisoprolol, da hat er jetzt noch ein bisschen was davon, da ist er jetzt bei 126 Millimeter Hg. Er war Ausgangslage im September ohne Medikamente so bei 170 und mit Medikamenten so bei 135. Die Medikamente konnte er ausschleichen und sein Ziel ist völlig von den schulmedizinischen Präparaten wegzukommen, aber das Strophantin dann eben auf Dauer bis zum Lebensende beizubehalten. Mindestens 10 Tropfen pro Tag. Und Sie sollten sich, wenn Sie solche Krankheiten wie Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder eventuell Vorbeugung bei Herzinfarkt, wenn Sie sich dafür interessieren, sollten Sie sich dem Thema Strophantin zuwenden. Ich selber habe mir das Buch Strophantin von Herrn Rolf-Jürgen Petri erworben. Es gibt aber, mal gucken, ob ich wir nehmen nochmal Amazon dazu. Bücher, Strophantin, was es da alles gibt. Strophantin hatten wir ja vorhin schon gezeigt. Es gibt also auch von Dr. Wormert das Strophantin, das gibt von Herrn Kegelmann Strophantin das Buch. Also es gibt viele Informationen. Ich empfehle dieses hier, weil es auch die wissenschaftlichen Hintergründe ausführlicher als die anderen Bücher beschreibt. Also, wenn Sie Bluthochdruck haben, der konkrete Ratsuchende in unserer BTGH ehrenamtlichen Telefonberatungspraxis hat damit jetzt guten Erfolg. Er ist sehr zufrieden, dass er diese Informationen gefunden hat. Und wie gesagt, in dem Video vom Diabetes Hintergrund haben wir Ihnen ja ausführlich unsere Homepage beschrieben. Das sollten Sie sich dann alles angucken, um autonom selber so fachkundig zu werden, dass Sie selber einen Bürgertreff Gesundheit gründen können. Zu allen Supplementen gibt es hier Filmlisten und Expertenlisten, unseren Gesundheitssummit und solche Sachen. So, ich gehe mal aus dem Bildschirm raus. Bluthochdruck kann man ohne Schulmedizin in den Griff kriegen. Wichtig dabei ist die Magnesiumsupplementierung. Also er nimmt 10 Kapseln Magnesium täglich über den Tag verteilt mit elementarem Magnesium. Er nimmt dazu das Produkt von seinem naturalen Magnesiumcitrat aus Berlin. Kombiniert also die 10 Tropfen Strophantin mit über den Tag verteilt 1000 Milligramm Magnesium. Und das ist wichtig nach den Forschungen der Gesellschaft zur Magnesiumforschung, die wir auch in dem Diabetes-Video angesprochen haben. Herzlichen Dank fürs Vorbeischauen und auf bald.